Ja, hi, Holt, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Eine Sache habe ich vergessen. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. Der Part startet. Nee. das muss ich auch mal eben machen. Boah. Ich bin gut, dass da mal ein anderes Sound ist. So. So, wir haben beim letzten Mal die große Insel erkundet. Ja. Ja, wir haben ein Lama jetzt. Und wir müssen es heißt Gary. Genau. Gary. Da muss ich mal an Fallout denken, wo es irgendwie so eine Vault gab, die nur mit einer Person gefüllt war, die Gary hieß. Echt? Warte mal, was ist das da hinten? Vor uns. Die Insel da. Da ist nicht die Insel, wo wir gerade herkamen, oder? Welche Insel? Da vorne. Gehen wir da hinten. Tu mal sehen. Ja, wir gehen. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Weil die sieht irgendwie anders aus. Ich sehe da wieder so ein Mast, sehe ich da irgendwie. Ein Mast? Ja, guck mal, Alter, wie hoch geht denn das Wasser hier? Ey? Ich stehe. Wenn ich hier stehe, guck dir das an. Wo bist denn du? Ich bin vorne. So, ich habe übrigens nachgeguckt mit Bienen letzte Woche. Wunderbar. Das hat nichts mit dem Wiesen zu tun. Das ist irgendwie was. Das hat irgendwie was. Wir bekommen Bienen durch Bienenstöcke. Und Bienenstöcke findet man nur auf angeblich spezielle Inselarten. Und die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Okay. Weil das sah irgendwie aus wie so eine Herbstinsel oder irgendwie so. Das Gras sah vollkommen anders aus, war voll die andere Farbe und so. Okay. Das ist sehr seltsam. Also dass wir diese Insel auch noch finden werden? Oder nicht? Erstmal gehen wir da ein. Das sieht aus wie diese eine Insel, wo wir das Schiff mal gefunden haben hier. Ich glaube, das ist sie sogar. Ich glaube, das ist das Schiff. Echt. Trotzdem sollten wir da mal nochmal anlegen und uns mal umschauen. Ja. Zumindest gucken. Irgendwie sind da noch Bäume. Irgendwie sind da noch Bäume, also scheint das irgendwie gerespawnt zu sein. Wahrscheinlich. Schauen wir uns da mal um. Vielleicht finden wir da ja noch was. Ja, vielleicht ist das genau eine komplett andere Insel. So. Wichtig ist nämlich auch heute für diese Folge, dass wir uns Ressourcen zurückholen, weil die sind tatsächlich ein bisschen knapp geworden. Ja, wir müssen sowieso auf die Wolle warten. Für unsere Rucksäcke. Soll ich vielleicht mal nachgucken. Und kannst du gleich schon mal den Anker da anlichten, wenn wir nah genug dran sind. Und ich glaube, wir sind schon da. Ja, komm, wir sind nah genug dran. Den Rest können wir ja rüber schwimmen. Wolle, Bob. Na, wir wollen irgendwie Wolle, ja, in die Truhe. Wir brauchen mehr als genug Wolle. Wir wollen irgendwie 12 Stück oder so, ne? Wir haben es 4. Okay. Was ist das denn? So, ich nehme an, das ist die gleiche Insel, ne? Das Schiff ist genau da. Ja. Halt, schauen wir uns mal um. Wie hoch sind die Chancen, dass wir zu einer gleichen Insel schon wieder drüber gestolpert sind, ne? Weiß ich doch nicht. Haben wir wieder eine Kapitänsmütze irgendwo? Also hier liegen auf jeden Fall Planken rum. Ausgezeichnet. So, Funkgerät. Hey, ein Funkgerät, nimm's mit. Und noch, ja, eine Kapitänsmütze. Noch eine. Das ist einfach als respawned. Da liegt Kunststoff rum. Voll die Heavy Metal. Das war, was ich da höre, das ist alles, aber nicht Heavy Metal. Mein Bro. Funktioniert sogar unter Wasser, das Ding. So, hier war eine wie kann dieses Radio unter Wasser funktionieren? Ich meine, es ist elektronisch und wir sind unter Wasser. Also die Musik. Ja. Alter, allein wie du das hältst, wenn du unter Wasser bist. So, Schrott. Ich glaube, Schrott brauchen wir auch. Stimmt. Schrott könnten wir auch gebrauchen. Wir können uns hier. Denn ich glaube, hier liegt nämlich auch richtig viel Schrott rum. Ja, wir brauchen allgemein voll viele Basisressourcen immer wieder. Ja, ich sammle hier auch schon hier genügend Schrott ein, weil sieh das an. Hier gibt es auf jeden Fall richtig viel. Oh mein Gott! Gott. Unser Freund Hai! Also, der Hai hat Hai gesagt? Ja.
Haben ihn ja schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist schon eine Woche her, seitdem ich den letzten Hai abgeschlachtet habe. Oh. Aua. Menno. Wo ist er denn jetzt? Ja, ist hinter dir. Aua. Er kommt genau auf dich zu. Er kommt direkt auf mich zu. Na, so. Komm her. Komm her, Miststück. Können wir mal ein paar Blumensamen und so mal wieder sammeln hier. Ich hätte jetzt halt ehrlich gesagt gedacht, sagt, dass wir Bienen herkriegen, wenn wir sie auf Blumen locken, weil es macht halt am meisten Sinn. Ja. Denn du weißt, wie ich es meine, ne? Ah, oh mein Gott, ich sauf ja, ich sauf ja ab. Anscheinend gibt es noch eine Inselart, die wir noch nicht kennen. Hm. Wollen wir mal hoffen, dass wir die irgendwann mal finden. Ja. Weil irgendwie bin ich jetzt neugierig darauf. Ich habe sogar Gefühl, es ist noch allgemein voll viel, was wir noch nicht gesehen haben. Ich meine, wir haben jetzt ja schon einen Großteil des Spiels gesehen, ne? Findest du? Wir sind irgendwie so, weiß nicht, Archivmenschmäßig haben wir nur so 30% irgendwie. Erst gibt es irgendwie 100 ja, Archiv, wir haben erst 30. Aber da ist noch eine Menge. So. Ich spiel gerade so ein bisschen mit meinem Leben. Da ich keinen Metallspeer habe, ich muss hier diesen Hai gerade mit Pfeilen präparieren. So. Aber irgendwie scheint es zu klappen. Nimm Palmblätter auch wieder mit, ne, damit wir die hier in die Presse reinpacken können, ne? Ja. Aber erstmal so. Oh, zwei Eier, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. René, du machst einen super Job. Ach. Macht denn Gary auch einen guten Job oder macht Gary wieder Gary Sachen? Nee, er ist noch nackt. Ach, Gary, ey. So, ich schreckt nur illegales Zeug und macht nichts, ey. Tu die Wiesen gerade gegießen. Ja, wunderbar. Ich sammle hier nochmal bei der Schrott. Wie viel Leben hast du noch? Ich bin voll. Du bist voll, okay. Ich habe noch die Hälfte. Ich kann gleich auch nochmal runtergehen. So. Wie gesagt, ich versuche immer so viel Schrott wie möglich mitzunehmen. Ja, gut, macht alles schön rein. Hast du denn auch schon die Insel abgeklappert? Nee, noch nicht ganz. Ich bin ja mich gerade am Entleeren hier. Wo haben wir unsere Blumensamen nochmal? Haben wir nicht auch irgendwo? Die Blumensamen da. Sind an der Seite. Ich muss wieder mein Metall lernen. Also wieder so schnell voll. Du blöd. Wie? Seetang kann man mitnehmen. Steine haben wir, glaube ich, auch genug. Jetzt ist wieder eine blöde. Jetzt muss doch wieder ja den Vogel looten, den ich getötet habe. Das verfolgt sich. Sonst verfolgt mich sein Headbang-Geräusch hier den ganzen Tag. Wo ist er denn hin? Wenn es wieder etwas gibt, was ich hier looten muss. Was? Hier ist irgendwo noch ein Vogel? Hier war der. Hier nehme ich keinen. Wo pack ich denn das Radio hin? Haben wir schon zwei Zahlen. Ja. Oh, ich glaube, René hat ein Ei gelegt. Ja. Er hat ein Ei gelegt und ich habe keinen Platz dafür. Ja, jetzt haben wir ja Musik im Lager. Ja, genau. Leg's doch da ab. So, ich muss schon die ganzen Melonen futtern, weil wir schon so viele Melonen im Lager haben. Klicken da noch. Hey, Bro, oh, Gary ist bereit zum Scheren. Ah, ich komme. Vegas, du machst dich jetzt auch mal nützlich. So. So, Wolle Nummer 5. Sehr gut, wir brauchen 12-mal Wolle, ne? Ich glaube ja. Hast du den Vogel gelootet? Ich höre nämlich immer noch. Ja, ich weiß nicht, wo der Vogel liegt. Ich sehe ihn irgendwo ein. Bei den Melonen und so. Ah, schöne Musik. So, mein Gott, wir liegen da alles noch. Konntest halt alles nicht aufnehmen? Nee, bei so so Kisten, ne? Da war ach, da liegt der Vogel.
Da liegt er. Okay. Okay, verstehe. So, jetzt habe ich ihn gelootet. So, ich gehe mal auf die Insel. Übrigens, deine Gemüsesuppe ist fertig. Ja, ich mache den nicht immer, weil ich gerade Hunger habe, sondern einfach nur damit. Oh, wir haben ja wieder Schmutz. Kannst du mal mit der Schaufel hier hinkommen? Einen Moment, lass mich eben mein Inventar leeren. Ja. Nein, ich habe nämlich überhaupt gar keinen Platz. Werde ich bald ändern, hoffentlich. Ich will es hoffen. Ich kann das Ei nicht mehr ablegen. Weil wir auch keinen Platz mehr in der Essenstruhe haben. Ja, ich glaube, wir wollen eine zweite, langsam. Ja, ich und darum werde ich mich später kümmern. Oh, Seetang, ihr liegt überall Seetang, meine Wasseroberfläche. So, nein, ja, ich habe ein bisschen mit eingesammelt, aber erstmal muss ich hier. Ich muss Platz machen und ich muss was mampfen. Was ist das für eine Musik, die gespielt wird, ey? Das macht mich gerade Bim Bim machen. Es irritiert mich gerade so ein wenig. Wenn du ausmachst und anmachst, dann kommt ein anderes Lied, glaube ich. Ja. Ich nehme die Kapitänsmütze rein. Ich nehme einfach alles mit, was ich erfinden kann. Oh, das wäre eine Muschel. Und auch da. Ja, tatsächlich. Ja, wir haben zwei Kapitänsmützen. Ausgezeichnet. So, kommen noch die Blätter hier wieder mit rein. Ich habe auch noch ein bisschen Kunststoff gefunden. Oh, sehr gut. So, wir haben den ganzen Short, habe ich auch noch übrig, aber die werden wahrscheinlich sowieso bald drauf gehen. Und natürlich die Federn. Die Federn können wir auch ja da reinschmeißen. Ja. Jetzt brauchen wir eine Batterie wieder. Ja. Aber ich kann sie ja zumindest schon mal da reinwerfen. Ich sammle hier den ganzen Schrott. Die Muscheln. Nee, das ist voll. Und ich habe keinen Platz, also muss ich die Hähnchenschenkel. Aber warte, doch, da habe ich noch Platz. Oh, Licher trinken. Und immer schön Bescheid sagen, wenn Gary bereit ist zum Scheren, ne? Okay. Wo steckst du jetzt gerade? Ich bin gerade unter der Insel, unter Wasser hier. Ein bisschen Schrott sammeln. Jo, okay, denn ich bin jetzt bereit. Ich habe mein Inventar nämlich leer gemacht und könnte jetzt mit der Schaufel herkommen. Da war irgendwo in der Mitte. Ne, vor so einem Felsen war das. Vor so einem Felsen. Also jetzt auf der Insel, nicht unter der Insel. Auf der Insel, ja. Wenn du da in die Mitte gehst, dann war das da direkt irgendwo. Na schön, ich schau mich mal um. Ja, mal sehen, ob wir was finden. Was hat der Metallerz? Sand. Aus Metallerz. Warte, ich komme. Aua! Aber so. Boah. Verdammter Dreckshai, ey. Wo bist du? Ich bin hier. Hier war da irgendwo, glaube ich. Hier. Ah, wunderbar. Dann kümmere ich mich mal drum. So, Schmutz und Bolzen. Nett. Nice. Schmutz und Schrott. Cool. Nochmal Steine, obwohl wir die schon lange nicht mehr gebraucht haben, glaube ich. Ist ja keine Pufferfische oder so in der Nähe. Das hier ist ja keine große Insel. Aber haben wir da nicht auch mal einen gefunden? Ne, ich glaube nicht. Ich schaue mich hier mal um. Hier ist auch keine Kiste und so. Hier ist wirklich nichts. Hast du einen Hai getötet? Was? Ja, den einen Hai habe ich getötet, aber da ist noch ein zweiter erschienen. Hey, ich kann doch nicht so viele Haie auf einmal töten. Das ist ein Hai. Nicht. Ich hab mich schon gewundert, weil er so schön ruhig ist die ganze Zeit. Nicht, ja. Also hast du dich gewundert und dann auf einmal kommt der Hai, ne? Naja. Und ich kann jetzt auch die Musik von dir unter Wasser, ja. Okay, ja, ich muss hier rein. Weil ich fast tot bin. Ja. Mann an Bord. Mann an Bord. Mann über Bord. Hilfe. Nach oben, Mr. Thaddeus. Nach oben. Yeah. Ich glaube, wir können hier weg. Können wir hier weg? Ja. Und da ist schon wieder mehr zum Scheren. Ja, so. Stimmt. Wollte ich dir noch gesagt haben. Sorry about that. So. So, was habe ich hier fallen gelassen? Wolle. Schmutzer, nein, die Wolle brauche ich. Hier. Bienenglas. Summ, summ.
Finger weg. Alter. Finger weg. Geht der ja an unserem Farbdingen hier. Alter. Warte mal. Moment mal. Moment mal. Also das geht zu weit. Ich muss sowieso eine neue Waffe machen. Aber so. ich werde mir jetzt auch selbst tatsächlich eine Schere machen. Macht das. Mann, dafür brauche ich ja nur einen Metallbaum und ich brauche ein Scharnier. Und erstellt. Halt, so, dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Metallschwert. So, wir haben 6 Wolle, das heißt, einer von uns kann jetzt hier einen Rucksack bauen. Glaube ich. Du hast ja die Wolle reingetan. Ja, kannst ja einen Rucksack machen. Okay, dann versuche ich es mal. Wo war es denn nochmal? Es war unter Ausstattung. Stimmt, ich brauche noch Seile. Okay, warte, Moment, dann fange ich mal an. Wenn nichts dagegen spricht. Dann können wir nochmal reparieren, so, ne? Ja. Sag GLaDOS? Wir haben Singen. Keine Ahnung. Ich habe einen Rucksack! Okay. Ausgezeichnet. Warte. Ha! Yo! Ich hab mehr Platz! Sehr gut. Ist er kaputt, der machbar? Rucksack. Oh, ich sehe den. Boah. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Aha. Nach einer Zeit. Sieht wohl nicht so aus. Ist nicht nur hübsch, sondern vergrößert auch dein Inventar. Der Rucksack gibt dir nämlich 10 weitere Inventarplätze. Ja, habe ich mir schon gedacht, irgendwie so. Ausgezeichnet. Yes! Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Dann können wir ja weiter. Ja. So. So, aber warte mal, Moment. Und ich suche gerade Platz, weil ich will mir was hier bauen. Ja, ich werd auch noch was machen. Muss ich mal Metallhaken wieder. Seil, Schrottbolzen. Okay, was haben wir hier? Ton. Das brauche ich. Das brauche ich auch. So, ich laufe hier mit 3 Gemüsesuppen rum. Hey. Hey, du läufst mit 3 Gemüsesuppen rum. Warum denn noch nicht? Und sie sind noch alle warm. Alle warm? So. Haben wir keinen Sand mehr? Wir haben keinen Sand mehr. Glas haben wir noch, ich wollte schon sagen. Genau, ich habe ja ein paar Lampen gebaut letztens. So. Tada! Also, ausgezeichnet. Ich habe eine zweite Essenstruhe dahingestellt. Guck mal, ein paar. Ach, wir haben schon 20 Eier, mein Gott. Ja, sag ich doch. Dann tun wir mal eigentlich. Sortieren. Das stimmt, ich habe ja noch einen Bolzen übrig. So, denn. Was ist denn das für eine geile Musik, die jetzt hier gerade spielt? Ich glaube, die Polka-Musik. Das ist voll der Polka, ey. Boah, das ist cool. Boah, ich brauche immer noch diese verdammten Seile, ey. Aber keine Seile? Oh, jetzt will ich. Ja, ich habe die Seile vorhin wieder zurückgelegt. Ich dachte nicht, dass ich sie noch brauche. Ja, aber dabei brauche ich sie noch. So, oh, ich habe Bock. Okay. Bock! Kupfer, Schrott, ich tue mal eine Batterie wieder herstellen. Mach das. Kupfer und Kunststoff. Haben wir noch 3 Kunststoff irgendwo? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ups, ich glaube, ich habe gerade das letzte verwendet. That's my bad. Da muss ich irgendwo das einsammeln. So, oh, da ist schon einer. Aber guck mal da. So. Guck mal, was hier alles ist. Da geht der andere Ding dran.
Wenn ich gerade vorbeilaufe, der blöde Hai. Nein. Ist er da gerade wirklich? Oh, ups. So, da habe ich 3 Kunststoff. Oh, hier kommt wieder Zeugs. Ja, ich habe Zeug gerade eingesammelt und da ist auch gerade Kunststoff. Ich hab's gerade. Stell ich mal die Batterie her, damit wir wieder unsere Presse benutzen können, weil wir wollen ja die Würfel. Ja. So. Okay, jetzt geht's mit dem Messer. Okay, jetzt sind sogar schon Sachen drin. Weil ich war gerade dabei zu verdursten. Ich glaube, du kannst es besser als ich. Ne? So, ich glaube, ich warte mit dem Bauen erstmal. Halt. So, back, 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 back. Back, 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 back. Kunststoff, hell mit. Was machst du denn da, mein Junge? Ich bin ins Wasser gefallen für eine Sekunde, da kam direkt der Hai. Kam der einfach so aus dem Nichts? Der war so riesig, ne? Ich sehe auch gerade, dass ich gar keine Metallpfeile mehr habe. Ja, habe jetzt pretty funny, ey. Große Muschel. Wofür waren wir eigentlich die Muschel? Ja, für die Vogelnester. Oh, wir hatten noch eine Batterie drin, verdammt. Eine volle. Was für die Vogelnester, was? Ja. So, wo ich sehe noch eine Insel. Wo haben wir denn die Muscheln eingelagert? Hier. So, jetzt bin ich wieder leer. Gut. Auf die Planken. Boah. Ihr verdammten Drecksvögel. Ich sehe euch zwar nicht. Naja, trotzdem. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich fange jetzt mal hier erstmal an, hier. Also für Kunststoff. Ganze Zeug jetzt zu ernten. Werden verflixt. Meine Fresse, ist das fehl. Wo siehst du eine Insel? Da ist eine Insel. Da ist eine Insel. Hast du die Insel gesehen? Ja, ja. Wunderbar. Ich will auch einen Eisenhaken, Planke, Seil, Schrott. Erstmal ruhig das Zeug hier alles. Boom. 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 Nein, ich habe gesagt Boom. Ich habe gesagt Boom. 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 Boom, boom. I want you in my room. Boom, boom, boom. Schon wieder eine große Insel. Ja. Was? Ist das schon wieder eine große Insel? Ja. Naja, los, aber. Ich will mir nur in die gleiche Richtung die ganze Zeit. Wirklich? Ich muss jetzt erstmal Landwirtschaft betreiben. Und weißt du, was ich jetzt mache? Landwirtschaft! Und warum mache ich Landwirtschaft? Weil du gerne Wirtschaft. Ja, wegen der Wirtschaft. In ja. Die Wirtschaftslage ist ge. Okay, Schrott, Bolzen. Ach. 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 Schrott. Da haben wir einen Bolzen. Wo haben wir Seile? Da haben wir Seile. Da haben wir Fässer. Da haben wir ganz viele Fässer. Da, was kommt als nächstes? Kommt als nächstes Fischstäbchen. Na, ich wieder meinen Schrott. Mein Schrott. Ja, Schrotthaken. Mein Gott. Alter, okay, hier kommen gerade ganz viele Fässer. Und alle bereit zum Einsammeln. Ja. Rein in die Presse. Gib uns mehr Würfel. Ja, wir brauchen mehr. 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 So. Da sind schon direkt 2 drin. Ich weiß nicht, wie viel man noch mal braucht. Ich glaube irgendwie so 6 oder 8, ne? Ich denke mal. Ich will die große Anbaufläche haben. Die große Anbaufläche? Ja. Weil ich will irgendwie mehr Bäume pflanzen. Und damit wir schneller eher Planken mal bekommen. Ich weiß ja, wieso ich warum nicht gemacht habe. Das ist eigentlich voll nützlich. Ne? So viele Planken zu haben. Wo ist die Insel? Da ist die Insel. Da ist die Insel. Warte mal. Ich steuere uns mal drauf zu. Ich habe ja noch ein Paddel. Nachdem ich dieses Fass eingesammelt habe. Dankeschön, ey. Ich gehe. Segel da ein.
Ich nutze die Kraft meines Paddels. Wenn da noch ein Lama ist, dann sollte man vielleicht auch einsacken. Das sollten wir tun. Mein Gott, geh mal schnell drauf zu. Ja, weil ich ja auch noch mithelfe. Helfe, du Schlumpf. Okay, lichte den Anker. Na, boah. Oh, ich wunderbar, da sind wir ja schon. Oh, ich bin am Verdursten. Ja, wir sollten erstmal was trinken und was essen. Pflanzen sind alle gegossen, wunderbar. Ah. Nehmen wir 1, 2, 3. Hi, und ich habe schon einmal zu viel genommen, weil ich ein Gierschlund bin, aber egal. So, direkt eine Suppe. Ich bin schon relativ leer, ich kann schon gleich da hingehen. Ich komme gleich nach. Nach, okay, du hast es aufgeteilt. Ja. Halt die Früchte und. So. Was ist das für eine Musik? Ich höre ganz andere Musik. Was? So, einmal geschert, boom. Wie es sich gehört. Steine, rein damit. So, warte. Ich muss noch eben mein gesamtes Inventar leeren. Ja, dein größeres, volleres Inventar jetzt. Ich höre einen Vogel. Wo ist ein Vogel? Der ist weg. Es ist eine, was für ein Vogel? Über welchen Vogel reden wir? Reden wir vom Großen oder vom Kleinen? Vom Kleinen. Okay. Ich sehe übrigens auch gar keinen Vogel, jetzt wo ich darüber nachdenke. Also du siehst keinen Screecher? Naja, noch nicht. Das ist gut. So, okay, ich bin auf maximal. Ich habe auch noch ein bisschen Essen dabei. Und ich habe Seile dabei, aus einem Grund, dem ich nicht ganz nimm mal die Schaufel mit, sonst wollte ich halber. Die Schaufel hab ich dabei. Alles klar. Also, wie gesagt, ich bin ready. Ja. Ich habe 18 Pfeile, so viel werden wir auch nicht brauchen. Dann gehe ich mal rauf. Auf den Netzwerfer ist auch schon bereit. Ja. Nein, sehe ich wieder einen Handelsposten. Bist du schon auf der Insel drauf? Ja. So. Oh Gott! Wildschwein. Warzenschwein? Ja, ich bin einfach nur um die Ecke gelaufen. Da war, hat er gewartet, hat schon. Auf der rechten Seite ist er irgendwo. Das ist, ich glaube, das läuft auf dich zu irgendwo, weil er jetzt weg ist. Ja, das ist hinter dir. Hab ich schon gewundert, weil er auf einmal von mir weggegangen ist. Oh, mir ins Gesicht. Nein. So, boom. Okay. Wow. Nimm es mit. Ja. Leder, Fleisch, Leder. Rohes Fleisch. Und du hast den Kopf. Ja. Ich glaube, wir sollten zum Tag warten. Ah, meinst du? Ja, damit wir besser sehen können. Okay. Wir müssen ja auch Tiere fangen. Beziehungsweise ich muss Tiere fangen. Ja, wenn wir welche sind, ne? Ja, natürlich. Mein Gott, ich höre Radio von hier aus. Na, jetzt ist meine Axt kaputt. Wirklich? War das jetzt nötig? Ich muss ankündigen, dass wir wieder da sind. Ach so. Ich weiß zwar nicht für wen, aber. Aber für irgendjemanden, ne? Ja. So. Jetzt werde ich mir aber erstmal noch eine neue Ebene Metallachs bauen. Erstmal rohe Fleisch da platzieren auf den Grill. Ja, das werde ich auch gleich tun. So, langsam sammeln sich auch hier die Warzenschwein-Köpfe. Ja, wunderbar. Je mehr Tiere wir haben, umso mehr zeigt es uns, wie fucking awesome wir sind. So. Das sind Zeichen dafür, dass die sich in Acht nehmen müssen die Viecher. Mal wieder ein paar Würfel. Ein. So. Ja, warte, ich habe auch noch Fleisch. Ich tue mein Fleisch auch eben noch auf dem Grill. Kommt noch mehr Palmblätter mal da rein. Na stimmt, ich habe ja auch noch das Leder.
Hier so viele Planken wieder. Boah. Und ich glaube, René hat wieder ein Ei gelegt. Ich kann aber gleich mal gucken wegen dem Lama. Ja, und ich muss tatsächlich neue Pfeile machen. Mann, denn wenn wir hier nämlich tatsächlich auf den Screecher treffen, dann stehe ich nicht gut da. Okay. Der ist ja nackt. Das ist ja nackt. Hat da kein Wasser? Gary! Ne? Gary! Geht doch so nicht! Es schauen Kinder zu! Ne? Genau. Immer dieser Gary, ne? So, ich habe wieder einen Vogel irgendwo. Wo bist du? Hier, du. Alter, ich bin noch gar nicht da genug an dich heran gewesen. Da haut der schon ab. Hat gesehen, wie mich meinen Bogen gespannt hat. Da ist die feige Sau einfach weggeflogen, ne? So, jetzt habe ich 24 Metallpfeile. Das dürfte erstmal reichen. Das sind überall Gras, Leute. So, Planken da wieder rein. Ich habe noch eine Mango, die ich jetzt nur eben futtern kann. Ist jetzt schon wieder nachgewachsen. Ne. So. Aber ich darf mal schlafen gehen, ja. Ja, ich musste halt hier noch ein bisschen was erledigen. Schreib mich nicht an! Komm ja schon. Oh, so, okay, gut nach. So, nein, ich vergaß den Vogel. Wir haben Futter. Ne. Nein. Ja, warum spawn ich immer hier oben? Warum? Vielleicht solltest du mal dein Bett umstellen. So. Boah. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Boom, oh, Headshot. Stimmt, wir haben ja jetzt größere Anbauflächen. Oh. Boah, jetzt ist er schon wieder am Headbang, ja. Nee, jetzt nicht mehr. Ich habe ihn noch gerade entfernt. Ja. Weiß nicht, warum die bei mir nicht. Ich meine, die sind bei mir am Sterben, aber die sind immer noch am Headbang. Am Headbang? Ja. Nein, da wollte ich nicht mehr. Was ist das für eine Musik aus dem Radio? Das macht mich gerade wahnsinnig. So, bevor. Lass mal wieder auffüllen. Kannst deins wieder wegschütten. So. Gut. Weiter geht's. So, okay. Einer. Mein Gott, da ist eine Königsfelsen von König der Löwen. So, sollen wir die Szene machen? Ja. Wer hält wen hoch hier? Ich glaube, ich sollte dich hochhalten. Du bist leichter als ich. Und vor allen Dingen, du bist kleiner als ich. Oder machen wir die eine Szene, wo Rafiki einfach Simba hier einfach wegwirft? Kennst du die Meme? Ich hab's, glaube ich, schon mal gesehen, aber könntest du mir natürlich auch nachher. Kreis, wie? Dann wirft er ihn einfach so vom Felsen runter. Und alle sind am applaudieren. Oh, wie schnell das geht mit dem Holz sammeln! Yes. So. Da ist ja echt kein Screecher. Seltsam, verdächtig, ne? Ich gehe mal zum Handelsboss und guck, was wir brauchen für einen großen Anbaufläche. Ja. Boah, ich hoffe, wir können auch irgendwie so vier Bäume oder so. Guck mal, da ist noch ein Tier, noch eine Ziege. Ja, okay, hat Ziege Bombe nicht. Leider nicht. Geh du mal zum Handelsboss, ich werd hier mal die Höhle hier gucken. Ja. Schaufel! Das ist die Axt. Kommt fast aufs selbe hinaus. Oh, Höhlenpilze. Was brauchen wir hier nochmal für? Wir brauchen große Anbaufläche. Wir brauchen 6 Müllwürfel. Wir brauchen nur einen Müllwürfel. So. Lama! Lama! Komm her! Der ist hier. Wo bist du? Auf der rechten Seite. Komm! Komm zurück! Ja, ich habe einen Scharnier gefunden. Let's go.
hier ist noch ein, hier ist noch eine Ziege. Wo bist du? Ich bin in der Nähe, wo es nach oben geht. Da. Da! Da, wo die Bombe. So, okay. Davor ist ein Lama. Wo ist das Vieh? Da vorne. Versucht da zu fangen. Ich geh nochmal zurück, um Müllwürfel zu holen. Ach, da ist es. Es ist. Oh. So, was ist das hier? Also eine Ziege. Ja, hast du gefangen? Aber sicher doch. Jawohl. Mehr Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wie wollen wir das denn jetzt nennen? Weiß nicht. Wollt ihr Minky nach einem Lama benennen? Minky das Lama? Ah, scheiße. Wo geht's hier überhaupt zurück? Oh, wo geht's zurück? Ja, ich suche auch gerade unser Floß. Ich will jetzt nämlich ungern durchs Wasser laufen mit dem Lama hier. Aber irgendwie. Wo bist du? Ich bin gerade beim Handelsposten. Ja. Daniro! Ich sehe dich nicht. Ich bin vom Floß. Okay. Mein Gott. Schon. Ah, das ist schon wieder nur Wasser, ey. Warum ist hier überall Wasser? So. Da bist du wieder bereit zum Scheren. Ausgezeichnet. Wo ist denn das Floß? Verdammt! Nein, du blöder Hai. Floß! Wo bist du? Floß! Ach, da bist du, Floß. Hab dich gefunden! So. Daniro! Ich bring Beute nach Hause! Ja, warte, ich mach die Tür auf für dich. Haben wir noch einen Müllbeutel? Jawohl, Müllbeutel, Müllwürfel. Dann gehe ich damit mal kurz zum Handelsposten. Hm. Ja, warte mal. Wie? Ich glaube, ich nenne das Lama. Ich nenne es Raul. Was? Tür ist offen. Gehst du weg hier? Nicht zum Nameneingang. Raul, das Lama. Es ist ein spanisches Lama. Na, direkt mal. Scheren. Da. Sag mal, doppelte Wolle ist Einkommen. Na, drei Stück noch, dann kann ich mir auch ein Dings holen. Oh. Lama gebergt. Was? Ja, war halt nicht die Tröte jetzt. Das war die Tröte. Seilschrott und ich brauche mir wieder eine Axt gleich. Seilschrott und. Ja, dann schauen wir uns mal hier jetzt mal weiter um. Also wie gesagt, ich habe ja auch noch eine Ziege gesehen. Ja, aber Ziegen brauchen wir ja nicht so, leider. Nee. Bring uns halt Milch. So, ich brauche Bolzen, Gepär. Boom. Bolzen, Gepär. Das ist ein Gepär. Was ist das für eine Techno-Musik? Ja, sie hat GLaDOS von Portal singen. Oh yeah. Ja, wieso habe ich Palmblätter dabei? Ich habe keine Palmblätter. Ja. Da! Wo los? Hey, Warzenschwein! Noch eins? Ja, jetzt noch ein zweites. Wo ist es? Oh, scheiße, jetzt halt. So, ich gehe zurück zum Handelsposten. Huppala. Ach, gib mir dein Holz. Ja, komm nur her, du scheiß Warzenschwein.
Ich bin auf einer niedrigeren Ebene als du. Das heißt, du kannst hier nicht runterlaufen, ohne dass du selbst runterfällst. Ich frage mich. Ich frage mich, ob es möglich ist, ob man Wassenschweine fangen kann. Ich glaube eher nicht, aber... Meinst du nicht? Da ist eine Höhle, warst du auch schon drinne? Da war ich schon drinne. Okay. So, das ist eine Ziege. Ja, das ist die Ziege. So. Du bist ja dann weiter zum Handelsposten gelaufen und ich war eben in der Höhle gewesen, hab den ganzen Schmutz gebaut. Dann hole ich uns mal die große Anbaufläche. Mhm. Damit wir hoffentlich ein bisschen mehr Bäume pflanzen können. Naja. Ich hoffe, es sind mindestens 3 oder 4. So. Fortgeschrittene große Anbaufläche. Und hier sind. Du kannst jetzt erforschen. Große Anbaufläche. Ja. Ist gezeichnet. Da. Okay, das funktioniert wirklich nicht. Oh mein Gott. Ja. Scheiße, ich bin so gut wie tot. So. Okay. Nein, verdammt, ich hab die Axt hergestellt, aber ich hab die nur eingelagert gehabt. Oh. Ach was? Was passiert den Besten? Ich muss so Dinge erforschen, ja. So, eine Fortschritt, auf der du Bäume anbauen kannst. Wow. Ja? Steht aber nicht wie viele. Sieht groß aus. Also in die Höhe her. Das ist ja nicht irgendwie so schlimm, ne? Also die Bäume können dann noch höher wachsen. Ja, die wachsen noch höher und dann höher und höher und immer höher, bis sie dann irgendwann von die Oberfläche erreichen und dann panisch nach Luft schnappen und dann kochen wir sie und dann essen wir sie oder sogar noch schlimmer. Wo war noch was? Der Souvenir-Shop. Ja. Mango. Na, oder hier. Hier, du wirst dann verpackt in eine Thunfischdose. Und das Einzige, was du dann wahrnimmst, ist der Geruch von Mayonnaise. Ja. Ah! So. Das muss man gleich noch einpacken. So, dann zeig mal. Dieses scheiß Warzenschwein, ey. Nein, es bewacht da oben irgendwie eine Kiste. Okay, ich brauche 12 Nägel und einen Bolzen noch. 12 Nägel. Bolzen kriegt man durch Dings, ne? Metall. Yes! Ein Bolzen. Wo bist du? Ich höre dich. Das war knapp. Na, diesmal ist das Ding gestorben. Ich kann looten. Ja. Yay, Planken und Glas. Das hat es bewacht. Und hier sind rote Beeren. Mein Gott, unser ganzen Grill, sie haben keine Planken. Dann tu was dagegen. Na, du bist doch gerade auf dem Floß. Ich will das Ding hier bauen, ja, die Anbaufläche. Zwölf Nägel, die kriegt man durch Schrott, ne? Ja. Nägel müssen wir auch mal langsam hier haben. Scheiße. Was ist los? Ich habe keinen Platz mehr. Du hast keinen Platz mehr, du hast einen Rucksack. Ich habe keinen Platz mehr. So, große Anbaufläche ausgezeichnet. So, da ist aber immer nur Platz für einer. Was? Okay. Wachsen ja irgendwie schneller oder was? Woher soll ich das wissen?
So, wo habe ich jetzt meine Axt hingepackt? Verdammt. Boah. Du wirst irgendwie alles verhören. Du wirst auch deinen Kopf verlieren, wenn er dir nicht auf deinen Schultern festgewachsen wäre. Ich habe noch keine Axt hergestellt, oder? Hier ist auch noch ein Plastikhaken drin. Warum ist da ein Plastikhaken drin? Ne? Und wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und was zur Hölle ist bitte mit Carsten los? Das sieht ja gar nicht gut aus. Uns jetzt im Plastikhaken, mein Gott, und der wegkommt. Aber wirklich, du hast recht. Recht, hier ist kein Screecher. Also ich habe es in der ganzen Zeit noch keinen gesehen. Oder hast du schon einen gesehen? Nö. So, oh Gott, ich bin sowas von blind. Die Axt war die ganze Zeit rechts bei mir in der Leiste. Oh meine Fresse. Ey. Ja, ich tue dir mal links bei mir alles sortieren. Und ich habe ja anscheinend irgendwie. Bro, was mache ich mit dir? Hä? Kannst du mir das sagen? Ich weiß es nicht. Was soll ich nur mit dir machen, ey? So. Ich habe jetzt zum Glück erstmal alles hier abgegrast, weil es hier so gibt. Und musste mich nur ein bisschen um mein Leben fürchten. Ich konnte direkt beide Lamas scheren. Ausgezeichnet. Jetzt brauche ich noch einen Wolle. Ausgezeichnet! Dann warte ich hier bis die. Und jetzt sorge so. Oh mein Gott, es ist schon wieder passiert. Oh mein Gott, nein. Was ist los? Ich bin ins Ankerloch gefallen. Nicht in das Ankerloch. Ich bin wieder auf dem Floß. Ja, bitteschön. Da bin ich wieder. Ja. Ich tu mal hier das Steak futtern. Tu das. Ey. Scheiße, ich habe keinen Platz. So, bist schon nach ganz oben gegangen da? Ja, ich war schon ganz oben. So, genau, ich wollte einen Baum da einpflanzen, mein Gott. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Okay, die Anbaufläche ist ein bisschen kleiner. Von der Größe her. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich da keinen Samen von bekommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Warum die. Da kann man nur einen rein platzieren. Wenn die dann größer, gibt man da mehr Holz oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. So, erstmal. Ich tue mal beide Bäume hier. Einmal in der normalen und einen in der verbesserten rein. Dann sehe ich ja einen Unterschied. Musik. Was singst du? Singst du gleich noch Stay Alive? Weil sie haben wie Traumschiff Surprise, ey. Ich will jetzt am liebsten sofort drauf los trennen, aber ich werde es jetzt nicht tun. So, du hast aber bestimmt noch nicht alle Bäume hier abgehakt, oder? Ja, sicher doch. Ja, alle? Also zumindest die ganz oben waren. Okay. Ja, nee, also, und ich habe auch ganz schön viele Planken mitgebracht. Ausgezeichnet. Mach 2x20 Planken. Ich habe 5x Schmutz noch mitgebracht. Ich habe sogar ein paar Pilze mitgebracht. Oh. Macht 5x Schmutz, noch 3x Leder. Ja, ich habe ein Scharnier noch gefunden. Und Glas habe ich auch gefunden. Das war nämlich hier oben war nämlich eine Kiste gewesen, dass dieses bescheuerte Warzenschwein bewacht hat. So, oh Gott. Hast du noch Munition für deinen Netzwerfer? Ja, ich habe noch 5 Schuss. Oh, ist mehr als genug. Sicher noch mal Kugelfische erst noch gesucht. Ich war noch nicht unter Wasser. Ich auch nicht. Ich sehe ja noch, in meinem Handelsposten sind noch ein paar Bäume. Ja, da war ich auch noch nicht. Ich war nur schon mal ganz oben gewesen, weil ich das erkunden wollte. Also eine kleine Mini-Insel noch. So, Vegas, mach dich nützlich. Gib mir deine Milch. So. Tasty. Und auch noch eine Wolle. Oh, dann kann ich auch nicht mit dem Rucksack rumlaufen. Gott sei Dank mal. Na?
Wer bist du? Bist du Raoul oder bist du Gary? Nee, du bist Raoul. Und du bist Gary. Wir haben jetzt Raoul. Oh, diese. Das Bann ist Lama. Gut. So. Ich glaube, wir sind ja fertig. Ja. Ich habe ja noch Schenkel. Schenkel. Und sparen wir dann als nächstes mit dem Müllwürfelchen. Weiß ich nicht. Sag du es mir. Na, hier ist noch Schmutz. Dann nimm ihn mit. Ich habe keine Schaufel. Oder ein Schmutz, mein Gott. Dann führe mich da gleich mal hin. Das ist in der Höhle, wo du gerade drin warst, aber ganz am Ende. Das ist ein Ausgang auf der anderen Seite, da habe ich das gerufen. Oh, okay, dann das finde ich bestimmt. Lass mich eben noch Inventar leer machen, weil tatsächlich ich bin relativ voll gewesen. Da wir gerade von Inventar sprechen, ich sollte mir jetzt eigentlich gleich einen Rucksack herstellen können. Eigentlich ja. War nur noch eine Wolle, die übrig war. Wolle, 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 Wolle. Was ist schon wieder unser Floß da, mein Gott. Okay, dann schaue ich mich nochmal eben um. Und hoffentlich finde ich die Höhle nochmal. Ich glaube nämlich nicht. Ach, da, warte, Moment, doch, ich finde die Höhle wieder, weil weißt du warum? Warum? Sag's mir. Weil da eine Ziege ist. So, und da ist die Wolle. Und perfekt. So, mein Gott, die ganzen Gräser sind hier fast alle leer. Das sehe ich, hast recht. Okay, so. Schmutz und Schrott, dann erkunde ich noch eben dieses kleine Inselchen da. So, beide Bäume sind noch gleich groß. Mein Gott, wie viel seid ihr hier am Futtern, Leute? Ja, die fressen uns die Haare vom Kopf, ne? Wollte ich alles leer. So. Ich höre irgendwo ein Hai. Wo ist er? Wo ist es, ne? Nein. Dann guck ich mal, was ich brauche für einen Rucksack. Du brauchst Wolle, Leder und Seile. Leder braucht man auch. Leder haben wir genug. Brauchst ja nicht viel. So, mein Inventar ist gerade voll geworden. Hallo Ziege. So, mein Gott, wir haben wieder eine volle Plankenbox. Ist das nicht der Hammer? So, Vogel, wo ich höre dich. Christian! Aber. Ich gehe nochmal auf das gleiche Ding hier. So. Ja, darf ich jetzt weiter mein Ding bauen, wenn es geht. So, Rucksack. Leder, genau. Wo ist der Leder? Da ist der Leder. Boom. Wo ist das Floß? Einmal Rucksack. Hast du jetzt auch einen Rucksack? Ja. Nee, ich sehe Floß. Floß, 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 Floß. Floß. Boah. Aber den kannst du überall hinplacken. Ja, klar. Ausgezeichnet. So, gut. Solange wir nicht sterben und den irgendwie verlieren, ne? Ja. Hey, wo bist du? Ich bin am Floß. Hallöchen. Hey, mal sehen. Ich sehe deinen Rucksack. Der sieht richtig nice aus. Ja, jetzt kann ich eigentlich zur Schule gehen. So, hast du noch ein Ziel geholt? Ja. Oh. Und da. Na? Hilfe. Komm her. Warte, ich mach die Tür auf. Ja, hab ich schon gemacht.
Und weißt du, wie ich ihn genannt habe? Sag's mir. Ziegerich. Ah. Aber da kommen wir ja weg, ne? Ja, wir können. Gut. Weil diese Ziege, die hatte, sie hatte mich so komisch angeguckt. Da muss ich sie einfangen. Und jetzt werde ich sie gegen ihren Willen gefangen halten. Damit der Vegas auch was hat. Der hat ja nur andere Tiere als Freunde. Er braucht Gleichgesinnte. Genau. Klar. Okay. Dann war gleich fertig mit dem Part. Dann kann ich beim nächsten Part mal endlich hier mal mein Bauunternehmen hier fortsetzen. Ob es das bringen wird. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Ja, nichts Spektakuläres, glaube ich. Aber könnte vielleicht nicht schlecht werden. Ich bin gespannt. So, erstmal gießen wir ja noch alles. Na, hier sind ja Löcher im Fluss. Das gibt's doch nicht. Ich brauche Kunststoff. So. Das geht doch so nicht. So, beide Bäume sind immer noch gleich groß. Wächst der eine irgendwie jetzt höher oder so? Muss den noch mal ein bisschen. Ich hab keinen Plan. Aber beide Bäume sind noch nicht bereit zum Fällen. Okay. Der linke ist übrigens der neue. Der linke. Ja. Also jetzt von deiner. Von meiner Perspektive, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. So, dann tue ich jetzt wieder den Kunststoff zurück, weil ich habe die Stellen repariert. Kann ich noch irgendwie diese eine Planke loswerden, die ich noch habe? Planke platzieren. Kannst du mir geben? Ich hab sie gerade in den Grill gesteckt. Oh, okay, ja, okay, geht auch. Ich auch noch eine weitere. Na gut. Haben wir irgendwas zu futtern hier auf den Grillen? Nö. Da ist das Steak, das hier drin ist. Ja, nimmst du. Ich wäre, wenn du was brauchst, nimm es dir. Es ist Vegas. Hallo Vegas. Und wo bist du? Hallo Ziegerich. Ich bin hi. Wo ist er? Da ist er. Oh. Ups. Okay. Tick, 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 tick. Ich wollte aber sagen, wenn mein Part hier, ne? Ja, ich werde bis zum nächsten Part auch noch mehr Wiesen herstellen für die Tiere. Und ich habe gerade mal meine ersten Tiere geschert. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns ja nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und ich esse jetzt das Ei.